happy little miners whistling while they work? I don't think so. It's my duty to dwarfdom to show my cousins the light, or the dark, as it were. Make it nasty. Make a mess. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play American McGee's Glue. Ja, da hatte sich jetzt mein Spiel aufgehängt. Ich habe jetzt mal so weit gemacht, wie wir gerade eben waren. Und wir machen jetzt hier einfach weiter. So, wir müssen 3 Zwerge kontaminieren. Und wir brauchen das Ziel Nasty. Das sieht schon ziemlich kompliziert aus, muss ich sagen. Und ich weiß auch noch nicht, wofür der Booster ist. So, Nasty haben wir gleich. So, ich muss mal schauen, wie wir da hochkommen. Hier kommen wir auf jeden Fall so weit. So, 3 Zwerge, die an verschiedenen Orten stehen. Hier haben wir Nummer 1. So. Da ist Nummer 2 und Nummer 3 ist da hinten. So, dann dürfen wir mal gucken, wie wir an den anderen da hinten rankommen. Kommen wir da hoch. Nein, nicht ins Wasser. Mist. Gut, okay, dann gucken wir mal, ob wir hier hochhüpfen können zu dem. Hat doch gut geklappt. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ach du meine Güte. Okay, 3 von 7 haben wir immerhin schon. So, wir müssen jetzt auch gucken, warte mal, da hinten war das mit den Schienen. Ach, wir dürfen zu Fuß laufen. Na super. Wow. Hilfe. Boah. Ich falle aber jetzt bestimmt noch runter. Oh mein Gott. Soll ich das Ding jetzt nehmen oder lassen, ey? Ich glaube, ich brauche das. Oh, oh, ich. Ja, lol. Scheiße. Alles von vorne? Nee, ne? Nee, okay, hier war ich noch nicht. Okay, Schwein gehabt. Wo sind denn jetzt die 2 Zwerge, die ich kontaminieren muss? Geht anscheinend hier noch weiter, oder wie? Oh je, oh je. Ne, warte mal, von da komme ich doch. Hm. Aha, hier haben wir die 2. Okay, wir müssen da wohl irgendwie rüber. Also der hier, den haben wir, okay. Das heißt, wir brauchen noch den anderen.
Aber wie kommen wir zu dem rüber? Junge, du hättest hüpfen sollen, Mann. Oh, perfekt. Okay, cool. So, jetzt haben wir schon 5. Fehlen noch 2. Oder auch nicht. Make it putrid. Doch, fehlen noch. Okay. Rompin, stompin, butt kicking good. Ja, das Ziel haben wir ja schon. Wir müssen jetzt nur noch mal gucken, dass wir... Wir müssen jetzt nur noch mal gucken, dass wir auch wirklich hier... Oh, Junge. Lande doch einfach auf den Gleisen, Mann. Verdammt, ey. Das darf doch echt nicht wahr sein. So. Gut, jetzt sind wir endlich wieder hier oben. So, hier ist der nächste Zwerg. Nummer 6. Ach, der große zählt als Nummer 7. Oh oh. Okay, Ach, das Ding verfolgt jetzt mich. Wollen die mich verarschen? Oh meine Güte, ich mag nicht unter Druck spielen. Das ist nicht witzig. Toll. Verbrenne ich mich noch mal ein Stück. Ja, das ist nicht einfach, muss ich zugeben. Oh, mal gucken, wie lange ich hier dran sitzen werde, ey. Jetzt hüpft der Pillemann nicht, Mann! Was? Boah, Gott sei Dank. Leck mich am Arsch, war das schwer. Ich will hier raus. Dankeschön. Okay, das war echt ein sehr schweres Level. Ab ins nächste. Bring was hinter uns. As she returns to the house, Snowflake, barely revived from her tumble, meets an old crone who... Ah, for the love of... It's the Vengeful Queen, you idiot! Pity her mum didn't wish for a daughter with some perspicacity. But that apple doesn't look as life-threatening as I'd hoped. Let's make it lethal. Make it repulsive. Tja, da haben wir auch schon wieder was
Grünes. Gott sei Dank. So, gut. Oh nee, nicht schon wieder sowas. Ach man. Oh, die hauen hier noch mal richtig rein, ne, in dem vorletzten Level hier. Muss ich ja mal zugeben hier. So, wir dürfen jetzt wieder über Baumstämme balancieren, um auf die andere Seite zu kommen anscheinend. Oder wir lassen uns einfach treiben, bis was weiß ich wohin. Okay, anscheinend müssen wir dann hier rauf. Okay, gut, das ging noch. Nicht so schwierig wie ein Level davor. Okay, Eichhörnchen, die wieder sauber machen. Mal gucken, ob wir bis Disgusting kommen. Sieht aber nicht so aus. Also das heißt, ich mache erstmal, was ich kann, und dann benutze ich diesen Supersprung da. Können wir die Eichhörnchen? Nee, noch nicht. Also nicht mit Disgusting. Okay. Gut. Jedes bisschen zählt. So. Oh mein Gott, sind die schnell. Gut, jetzt ganz schnell darauf. Witzig. Und jetzt? Ach, lol. Oh Mann, wir dürfen hier gleich wieder runter. Ich sehe es schon kommen. So. Repulsive erreicht, ist sehr schön. So, mal gucken, was wir hier mit dem Slow machen müssen. Boah, scheiße, war das knapp, ey. Ich weiß auch nicht, wieso der sich auf einmal so gedreht hat. So. Das Ziel haben wir eigentlich schon. Egal, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Damit es da unten ein bisschen schneller geht. So, jetzt muss ich gucken, wo ich wieder hier zurückkomme. Anscheinend einmal wieder komplett zurückhüpfen. Gut, dann machen wir das mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber wie kommen wir über den Baumstamm? Nein, nein, hüpf, hüpf. Ja, ich... Ach. Statt... Okay, ja, den hätte ich jetzt nicht mitnehmen müssen. Ist aber auch nicht so schlimm. So, dann gucken wir mal hier. Okay. Nee, wir hüpfen lieber von hier. Das sah ziemlich gerade aus. Und jetzt, da ist ein Geheimnis. Da hüpfe ich jetzt aber nicht lang. So. Ups. Okay, anscheinend. Ah gut, okay, wir sind auch schon wieder so hier. Das ist sehr schön.
Anscheinend hätte ich da schon rüberhüpfen müssen vorher. So. Kommt her, ihr Eichhörnchen. Ich nehme euch alle mit. Ihr fleißigen Sauermacher. So. Gut. Unser Ziel ist irgendwo da oben. Hä? Aber von da kamen wir doch gerade. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Jetzt müssen wir doch schon wieder darauf. Okay, dann gehe ich noch mal darüber. Unser Ziel soll ja irgendwo hin. Ach, da oben habe ich es jetzt gesehen. Links. Da hinten. Aber was haben wir denn da? Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ich meine, ich habe da ja eigentlich nichts gesehen. Da ist ein Eichhörnchen im Baum. Lol. Was für eine Scheiße hier. So, da haben wir's. Er stickt an der Nuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht aus wie eine Birne. Freu dich nicht so früh. Poisonous? Look, you eat the red cheek, and I'll eat the white. Make it rancid. Don't delay, but stomp away! So, jetzt müssen wir wieder runter. Ja. Oh, Junge, Junge, Junge. So, vorher abspringen nach links. Vorhin habe ich es nicht gemacht. So. Ja, der hüpft anscheinend nicht, wenn der da so oft fällt. Aber egal, wir sind auch so schon unten und machen weiter. You again? You infuriating prickly pear! Always stealing my thunder! Oh, and Snow White's dead now. Boo-hoo! Oh, yeah, yeah. Yeah. Ab ins nächste Level. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Tragic. Utterly tragic. Just look at those weepy bastards. More gnome than dwarf, I tell ya. And a glass coffin. I mean, really? In a couple of weeks, that's not gonna be a pretty sight. And the smell. Let's celebrate her passing. Make it putrid. Yeah. Oh je, mein Gott, was haben wir denn da vor uns? Wieder so ein Parcours. Right's a fright. It must die. Oh Mann. Ja, unser Prinz Charming ist auch schon wieder da. Ich habe gesehen, der rennt mit seinem Pferd jetzt im Partnerlook rum. So. Jetzt muss ich mal gucken. Hier. Und wo kommen wir rüber? Da. Direkt verwandeln, damit die sich hier nicht wieder gegenseitig sauber machen.
soll ja alles schön dunkel bleiben hier. So, gut, das haben wir. Ziemlich eng, muss ich sagen. Okay, super. Stomp it. So, ich gehe halt jetzt einmal noch außen rum. Wer weiß, ich denke mal, wir müssen nachher Weil erreichen. Und irgendetwas ist schon wieder da fleißig am Saubermachen. Sehr schön. Oh, die Zwerge sind aber schnell. Meine Fresse. Ja, wir machen einfach mal weiter. You will be my queen. Tja, die Romantik von heute. Ach du meine Güte. Ja, da würde ich auch kotzen. No, I won't accept any pretenders. There can be only one Grimm. There's just one option. Was zum Henker? Nee! Ach du Scheiße! Ich glaub das nicht. Jetzt dürfen wir unseren eigenen Dreck wegmachen. Oh mein Gott. Nee, ey. Oh mein Gott. Ja. Wer hätte das gedacht? Erst dürfen wir alles dreckig machen und dann dürfen wir alles wieder sauber machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mir besser gefällt. Cute, cutely, sweet, lovely, adorable. Oh nein. Fast. Ganz knapp. Okay, wir warten, bis es draußen ist. So. Okay. Ja, ich hab's doch vorhin auch geschafft. Ja, von oben nach unten ist ein bisschen schwieriger. Lalalalala. So. Geht das auch rein? Nein. So. Jetzt muss ich mal gucken. Mann, ey. Das dürfen wir alles sauber machen. Ich lach mich weg, ey. Ja. Wenn sich die Märchen jetzt auch noch anders entwickeln, sag ich mal so, so wie sie sein sollten. Huch, da war ich zu nah am Feuer. Ja, wenn die halt sich anders entwickeln. Also, wenn wir statt alles dreckig alles sauber machen,
dann es noch ein anderes Ende geben würde, dann würde ich wahrscheinlich das alles nochmal spielen. Aber dann halt in der guten Sicht, sag ich mal so, schon wieder zu nahem Feuer. Mann, Mann, Mann. Wo ist denn der nächste? Da oben. Dann würde ich das wahrscheinlich noch alles einmal nur quasi halt in der sauberen Sicht spielen. Ach so. Okay, jetzt sind wir wieder dreckig. Run, Idiots, run! Oh Mann. Erst machen wir alles dreckig, dann wieder sauber und dann wieder dreckig. Naja gut, okay. Starten wir mal das letzte Level von Schneewittchen. Person who's unnaturally fond of the dead. Shouldn't her cohabitation with seven, albeit odd, fellows raise serious questions, even to an ardent suitor? There's an air of inevitability here. A spectacular wedding's going to happen. I'll need the whole gang to deal with this outrage. Let's tone down those colors. Let's stomp them into submission! Grim does dirt! So, und dann machen wir jetzt auch mit dem letzten Level hier direkt mal einen super Start. Schöner Boden, den Laminat würde ich auch kaufen. So, ich glaube, da geht's nicht lang. Kommen wir darauf? Okay, anscheinend gar nicht. Dann muss es doch irgendwo hier weitergehen. Aber darüber kommen wir doch gar nicht, oder? Soll ich es versuchen? Ich versuch's mal. Okay, wir kommen nicht darüber. Vielleicht durch das kleine Loch da. Man kann ja nicht wissen, ob wir da durchpassen. Oh doch, wir passen locker. Aber wir kommen nicht durch. Über die Kühe können wir auch nicht hüpfen. Dann bleibt ja quasi nur noch das eine. So, dieser eine Weg hier. Müssen wir irgendwie da hochkommen. Ah, okay. Guess you're coming with me, eh? Ach, wir sind wieder im ersten Level. Das hatten wir ja schon mal. Da, a boy learns what fear is. Ja. Das kennen wir ja alle schon. Make it dark. Okay. Nee, da ging's nicht. Wo war's denn? Nicht. Dann muss es hier gewesen sein. Ja, hier geht's dann weiter. Ach du meine Güte, wir spielen jetzt jedes Level nochmal. Oh ja, das kann ja was werden.
Dann denke ich mal, wird es eine ziemlich lange Folge. Wenn ich dann jetzt 23 Charakter hier mit mir rumschleppe, ey. Ach du meine Güte. Ich bin mal gespannt. Ja, Master Thief, das hatten wir ja auch schon. Vielleicht sind es auch nur ganz bestimmte. Mal gucken. So, irgendwo... Da. Da, jetzt verfolgen mich die zwei. Still have my enormous evil powers. Ja. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Singing Bone, okay. Machen wir noch zum Abschluss einmal hier alles. Nee, aber ich bin mal gespannt, ob wir die ganzen Mädchen auch nochmal in einer sauberen Variante machen können. Wo lang? Da auf jeden Fall nicht. Ah, da. Oh je, oh je. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen. Na, das ist wahrscheinlich der Fischermann mit seiner Frau. Dann kürzen wir das alles mal ein bisschen ab. Okay, dann müssen wir darüber hüpfen. Ja, ist klar. Oh, wieder alles von vorne hier. Iron John war das, glaube ich, ja. Das haben wir auch schon. Ja, wir haben ja die ganze Leiste voll. Oh, King Midas, ja, das war ein schönes Level. Och nö. Ja.
Stomp and Stomp! Ach hey, ja, hey, hey. So, hier, ne? Kann ich schon? Ja, gut. Okay, dann müssen wir da jetzt irgendwie raufkommen. Das sind... ist nicht wirklich hilfreich hier. Können wir darauf? Okay, gut. Sind wir schon mal ein kleines Stückchen weiter? Gut, wir sind oben. Okay, was müssen wir machen? Okay. Beware the sausage! So, dann können wir darüber. Was ist das denn? Pinocchio? Ja, Pinocchio. Stomp it! Oh je, das wird eine sehr lange Folge. Aber das ist eigentlich eine tolle Idee, dass man so am Ende nochmal alles so durchgehen kann. So in so einer Mini-Vor-Verfassung, würde ich mal sagen, oder sowas. Oh Mann. See? Size does matter. So, da können wir jetzt wieder zurück. So, dann kann das auch wieder zu. So, wo geht's jetzt lang? Aha. Der macht uns hier die Brücke jetzt. So, so. Alles klar. Stomp it good. Godfather Death ist das bestimmt. Nein, ganz knapp. Ich dachte, ich bin mal mutig. Ja, von wegen, ey. So. Godfather Death. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier schließlich nicht mehr dreckig machen. Unsere Leiste ist voll. Klatsch, klatsch. Mulan. Ich hoffe, hier ist nichts wieder auf Chinesisch. Gut, ja, das geht ja recht fix. Die ist ja direkt da hinten. Rumpenstamm.
unsere kleine Amazonin hier. Kick. Oh nö. Na gut, auf. Ja, direkt der erste Start und direkt mal Fail hier. Super Speed! Auf ein neues. Und wieder auf ein neues. Herrlich. Oh, leck mich doch am... Beep. Na, endlich. So. Do it now. Flaming Pea. Ja, wo haben wir denn den? Das ist die Schöne und das Biest. Kick. Auch nicht schon wieder. Christmas Carol ist das, glaube ich. Ich finde das so geil, wie der Weihnachtsmann so tanzt. So, jetzt beim ersten direkt. Nein! Ganz knapp. Oh nein, es laggt. Nein. Ich muss mal eben was schauen. So, wir mussten mal kurz die Festplatte wechseln. Die war voll. Oh, Pew. Glück gehabt. Wo ist denn der Weihnachtsmann? Da oben ist er. Na klar. Boah, 10 Minuten geht diese Folge schon. Not quite a flamethrower, but you'll do. Let's ride. Jetzt dürfen wir einen Drachen steuern. Okay. Nur wo geht's lang? Ich geh mal da lang. Okay, super. Jetzt sollten wir schon fast alle haben. Hätte ich das gewusst, dass die letzte Folge so extrem lang wird, hätte ich die extra aufgenommen. Das war die goldene Gans. Unser Froschkönig. So. Jetzt haben wir schon fast alle Spieler, die wir gemacht hatten hier. Okay, das war dieser Pete Piper. Did I detect yelps of pleasure? Der gestiefelte Kater. Rotkäppchen. So.
To those who are about to be squished, I salute you! Aber wir mussten jetzt uns eine Armee zusammenstellen, damit wir die Zwerge besiegen können. Okay. Gut, einen haben wir hier unten und der andere ist da oben, habe ich gerade gesehen. Oh, da ist noch einer. Mal gucken, ob einer reicht. Nee, reicht nicht. So, noch drei Zwerge. So, uneingeladene Gäste sind wir jetzt. Tja, Prinz Charming. Ist sie denn gerade? Okay. Oh Gott, Mutter erhängt und noch am Brennen hier, ey. Tja, was soll man da sagen, ne? Happy End für den Grimm. Da ist der letzte Zwerg. Oh. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Dunkelheit hat gesiegt. Wir werden riesig. Jetzt machen wir die ganze Erde. Yay. So ein schwarzer Klumpen kommt jetzt. Wow. Ja, somit haben wir es anscheinend geschafft. Tja. Das war das letzte Level. Und zwar in der Sicht, wo wir es dreckig machen können. Ich denke mal, es wird nachher noch geben, wo man alles halt sauber machen kann. Sicher bin ich mir noch nicht. Gut, 12 Minuten, das ist echt krass. Ja. Ja, mir hat das sehr gut gefallen, das letzte Level. Ziemlich lang, aber... Ne? Kann man ja vorher nicht wissen, wenn man es noch nicht kennt. Gut, ja, ich bedanke mich an alle, die so fleißig mitgeschaut haben und das Let's Play hier von American McGee's Grimm bis zum Ende durchgeschaut haben. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem kommenden Video, wenn eins kommen sollte. Und wenn ihr möchtet, dass ich die ganzen Level noch einmal spiele, wo ich
aber halt statt dreckig alles sauber mache, dann schreibt es doch in die Kommentare oder like das Video, je nachdem. Dann werde ich das auch machen, kein Problem. Ja, gut. Ich freue mich auf ein neues Let's Play mit euch. Welches weiß ich jetzt noch nicht genau. Ich werde mal durchgucken, was ich da so an Spielen noch habe. Ich habe da noch recht viel auf dem PC und auf der Xbox. Ist noch genug da, also von daher wird sich irgendwas finden. Gut, ja. Dann danke nochmal und viel Spaß bei dem Video. A delicate queen's simple longing for a lovely daughter initiates an untoward turn of events. A plain child would have been less trouble and caused less pain, but it wouldn't have been much of a tale. I should have a child soon. The king may know how to make one. She'll be a beautiful girl. A name, doctor! A name! One that befits her world and winter birth. Bloody snow maid Marion? Think shaved ice is older. Red frozen custard cake. Cerise Dion. Don't be a cruel twit. Call her Snow White. Snow White is a euphemism. Cherry Slushy would be more apt. The dead queen's barely cold when her substitute arrives. The king was looking for a new partner, but presumably left the vetting process to others. We'll do without the till death do us part and other nonsense. Shouldn't the Holy Father sanctify our union and something old thingamajiggy? Ridiculous drivel. I'm wed to darker arts. My acolyte will show you sanctification. You're mine forever. Now, where's the wine? Not bad. Perhaps I misjudged this woman. No. I'm still the one, right? Still the most beautiful. Still the one. Still the most evil. Still the one. How about now? Still the most beautiful. Still... Whoops. I nearly tell a lie. Snow White's more beautiful. You're close, dear, but she's got you by her nose. Off with her head! Stop wriggling like a fetal rat. You'll take these signs of my affection and like it. Couldn't you love me a bit less, my dear? And you, take that rat away. Cut off her nose and ears and bring me the heart. Leave the rest of her for the carrion eaters and worms. Resistance is useless. Besides, better to die by my hand than be torn apart by hungry wolves. Death from a friendly face. So much more preferable. Perhaps I could trade something else. I can be docile. I look dead stunning in little maid's outfit. I've done some dodgy things, but I never murdered a princess. A man needs standards. How about this? You give me your jewelry and your underwear. And? And you never return to the castle. What castle? Never saw it, never will. Good. I'll just gut a boar and take its heart for the queen. I'll be back for your, things. Fresh heart, your majesty. Still warm. Snow White, her underjaws intact, evaded the huntsman only to run into a ravenous wolf pack. Hacking and clawing, she stumbles into a dank abode. There better be some grub in this dump. I'm famished. And I could use a kip. What's that? A whale? A woolly mammoth? A giant? A woman, you dolt. And she's eating all our food. Seize her! Bind her! Punish her! Kill her! Hold on. Hey, lady. You stay here and clean up the damage, and nobody gets hurt. Deal? Can I have my own room? Do the cooking, and you can have the key to the outhouse.
The bargain holds. The house needs constant attention, but it's quiet and the smell is only mildly nauseating. The dwarves don't bother her much when she takes a bath, and they're mostly away, doing stuff in the mine. She's up to something, I'm certain. She patted my head. Doubtful. Not a plotter, and really not very bright. She's got no idea what we're doing down here. A little bitch is alive! Before I have your tongue ripped out and your liver flayed like a flank steak, you'll tell me what you've done. The queen had her way. The huntsman fooled nobody but himself, and he's paying the price for his delusion. The wicked queen's disguise is good, but Snow White, even dazed and confused, is not entirely stupid. Oh no, stepmother! I won't touch that fruit! That fruit is rotten! That fruit is lethal! Ah! Snow White seems dead. Been dead some days. The funeral ought to be a sure sign that she's expired. But a look at the mourners suggests a different conclusion. Who pledges undying affection and makes love to the dead? There's a name for such characters. It's disgusting. Don't knock it if you haven't tried it. I have a riddle. When are the dead not dead? When they're living? Got it in one! It's zombie time! You will be my queen. No, you will be mine. At last, nuptials I can relate to. The offspring of this revolting union will require a very wide berth. Prince, spawn is required. I'll deal with this soon-to-be ex-royal person. You intend to do your worst. Is there anything I can say or do to change your mind? You could beg, or plead for mercy, or cry, tear your clothes, beat your breast, or rip your flesh, if you wish. But nothing will change my mind. Prince, are my stepmother's shoes ready? Oh yes, properly formed and warmed. Strike up the band! Well, this ending is marginally less stupid than the one that has the Wicked Queen paying for her crimes by falling off a cliff. But her dad escapes the nasty fate he's earned, and the dwarves, nothing much. Well, it's Grimm's world, really. They're just living in it. Except the Queen. May all our stories end so well. Until next time.